Stefan, du spielst heute so, wie du deine Fanta-Korn-Mischung machst, ne? Oh, ups, ach, egal. Ja, hat der HSV doch noch geschafft in der Relegation, ne? Gegen die Hertha. Die Hertha schön wieder verkackt, ey. Machst du in Berlin Rettungsschwimmerkurs und der DLRG-Typ fragt dich, sie finden am Badesee eine bewusstlose Person. Ist eine Reanimation empfohlen? Kannst du auch sagen, wenn sie ein Hertha-Trikot anhat, dann nicht? Als Gott Hertha BSC Berlin das erste Mal hat Fußballspielen gesehen, hat er bestimmt gedacht, komm, ist egal, übernimmt die Krankenkasse. Der arme Magath, ey. Der sitzt bestimmt zu Hause, will in Ruhe frühstücken und findet einen Korkenzieher nicht. Das Mannschaftsfoto von Hertha BSC Berlin, das hängt beim Magath bestimmt im Wohnzimmer neben den Jagdtrophäen. Weil Hertha war der größte Bock, den er jemals geschossen hat. Relegation, ey. HSV bis jetzt alle Relegationen gewonnen, man mag es kaum glauben. Hertha einmal und verkackt. Ich glaube ja, das endet so. Neunte Minute, wie 1983, gegen Juventus Turin. Der Magath rennt auf den Platz und hämmert das Ding aus 18 Meter in den Winkel. Ende. Psst. Christian! Einer von uns beiden, ne, ist klüger als du. Ja, und das Trainerkarussell in der Bundesliga, da dreht sich schon wieder schneller als der Breakdancer auf der Kranger Kirmes. Trainer sind wie Windeln, müssen regelmäßig gewechselt werden und der Grund ist derselbe. Hütter weg bei Gladbach, jetzt soll der Favre. Wenn du den Favre holst als Trainer, dann weißt du aber auch, dass du in der Saison mindestens noch einmal den Trainer wechselst. Hütter nach Wolfsburg oder nach Berlin, deutliche Verbesserung, ne? Gegenüber Gladbach. Kofeld weg, hier der Family and Friends Trainer von Werder Bremen. Hat der Schmattke alles im Griff, ne? Schön im Dunkeln die Schuhe geputzt und jetzt sieht der Hamster wie neu aus. Hermann, du bist so verfressen, ne? Du fährst den Pizzaboten noch entgegen. Ja, beim BVB, da bleibt der Trainer, ne? Aber Kader wird schon mal umgemodelt. Oder wie Uli Hoeneß sagt, Platz 2 haben sie sicher. Die Kaderplanung von Dortmund ist für Bayern wie ein Geisterfahrer. Ne? Ziemlich entgegenkommend. Ich glaube ja, der Watzke friert auch heißes Wasser ein, damit der BVB noch warmes Wasser hat, wenn der Strom nochmal abgeschaltet wird. Ja, und der Haaland wechselt nach Man City. Klar, Schalke aufgestiegen und die besten Dortmund-Spieler gehen. 175 Millionen Euro, ey. Das ist ungefähr die Hälfte der Kohle, was die Deutschen gerade an Waschanlagen rausblasen, um ihren Blütenstaub von den Dächern zu bekommen. Stefan, läuft die Nase? Dann geh doch heute Abend mal zu Vic Medi Night. Zum Kurs, Schnupfen ist kein Todesurteil. Ja, und der Hoeneß hat während der Bayernmeisterfeier nochmal richtig einen rausgelassen. Ne? Er will jetzt mehr Verantwortung, mehr Druck auf die Spieler. Mach das mal ruhig, Uli. Du weißt aber schon, dass die überall mittlerweile in Europa das Doppelte verdienen und denen das scheißegal ist. Vor allem weniger Druck auf die Führungspersonen, Persönlichkeiten, wie auch immer. Den Brazzo in eine Managerposition zu hieven, ist genauso wie mein Hermann bei McDonald's hinten an die Theke zu stellen. Der frisst alles selbst und verkauft nichts. Der Brazzo macht das eh nur noch so lange, wie Boris Becker im Knast ist. Geil. Boris Becker wird neuer Bayern-Manager. Das Erste, was er macht, fliegt mit dem Flugzeug übers Oktoberfest und wirft 50 Euro Bargeld ab. Hinten so ein Banner dran, Geld überwiesen. Ne, Patrick! Was machen zwei Biologen im Knast? Teilen sich eine Zelle. Ferdinand, mach dir keinen Kopf. Ich vertraue dir komplett hier auf dem Platz. Dich würde ich für meine Hand ins Feuer legen. Ja, und die Eintracht? Euroleague-Finale, ne? Geil, in Sevilla. 10.000 Tickets bekommen sie, 100.000 Anfragen hatten sie. Sevilla zittert vor den Eintracht-Fans mehr wie Sylt vor dem 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn, ey. Ah, spielen die schön gegen die Schotten, ey, gegen Glasgow Rangers. Jetzt aber keine Schottenwitze, ey, die gehen mir auf den Dudelsack. Warum heiratet ein Schotte gerne am 29. Februar? Muss er nur alle 4 Jahre Kohle für einen Hochzeitstag ausgeben? Alle Hochzeiten wurden da am Frankfurter Römer, das ist ja so der Rathaus, mehr Platz da. Am Frankfurter Römer wurden die ganzen Hochzeiten abgesagt für Donnerstag. Der Mann kann das jetzt aber nicht auf die Frau schieben, denn sie will ja. Kevin! Boah, der ist so hohl, der ist nicht mehr mit seiner Freundin zusammen und ernährt sich jetzt nur noch von Trennkost. Der weiß aber schon, dass du überall... Nochmal. Weiter weiß ich nicht mehr. Nachgucken. Ich glaube ja, der Watzke friert auch heißes Wasser ein, damit, wenn Stromausfall ist... Alter, du siehst da so bequem, es geht gleich weiter. Das sieht super aus, als Gott das Hilfe. Ja, und die Eintracht freut sich aufs Europacup. Nochmal. Warum heiratet ein Schotte nur... Stefan, läuft die Nase, ja? Ich schick dich heute Nacht mal zu mir... Nochmal.